Ja, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, das amerikanische Wahlsystem und das politische System sind sehr komplex. Alle 4 Jahre wird die Präsidentschaft gewählt, alle 2 Jahre gibt es auch die Midterm Elections und generell gibt es 3 Bereiche im amerikanischen politischen System: Legislative, Exekutive, Judikative. Bei der Legislative der Kongress, Senat und Repräsentantenhaus. Wie viele SenatorInnen gibt es denn in den USA? Das haben wir das letzte Mal schon besprochen. Wer kennt die Situation nicht? Entweder es herrscht absolute Ruhe oder es meldet sich immer dieselbe Person. Richtig. Solche Situationen sagen natürlich nicht viel über den tatsächlichen Lernstand oder die Aufmerksamkeit unserer Lernenden aus. Was können Lehrpersonen hier also tun? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Sogenannte Audience Response Systeme einsetzen. Das sind webbasierte Tools, mit denen man sehr schnell und effizient Reaktionen vom Publikum einholen kann. In unserem Fall natürlich von Lernenden. In diesem Video stellen wir 3 Methoden vor, die man ideal mit Audience Response Systemen umsetzen kann. Dafür verwenden wir 3 gängige Tools aus der vielfältigen Tool- und App-Landschaft. Und eines schon vorweg, nein, es wird nicht immer ein Smartphone oder digitales Endgerät von den Lernenden benötigt. So, ich würde jetzt gerne eure Meinung wissen. Nennt mir bitte einen Grund pro oder contra Fleischkonsum. Bitte. Ja, es gibt viel dazu zu sagen. Tiere müssen auch die gleichen Rechte wie Menschen bekommen. Danke. Ja, aber da hat man ja dann einen Nährstoffmangel, Eisenmangel haben ja alle, die kein Fleisch essen. Ja, super. Und woanders verhungern die Leute, weil wir das Soja an die Tiere verfüttern. Ja, aber dann isst du ja meinem Essen das Essen weg. Nein, ich habe nicht gewusst, dass wir jetzt auf dem Stammtischniveau zu diskutieren beginnen. Also das ist ja ganz klar, dass das Soja in die Produktion in Brasilien... Nein, sicher nicht. Es gibt viele Pflanzen. Naja, aber die sind so teuer, also zum Beispiel... Diesen Sommer habe ich mit einem Ochsen getroffen. Ja, ethisch ist die Massentierhaltung nicht vertretbar, finde ich. Nein, das hat ja nichts mit Soja zu tun. Aber es ist ja auch schlecht für deine Gesundheit. Das ist das Problem mit Fleisch, das ist sehr flexibel. Ja, aber was denn Fleisch? Oje, jetzt habe ich leider die Zeit übersehen, die Stunde ist um. Eigentlich wollte ich jetzt mit euch noch den Zwischentest von der letzten Woche besprechen. Das müssen wir jetzt verschieben. Bis zum nächsten Mal. Um solche Meinungsabfragen zeitsparender zu gestalten, sodass trotzdem alle zu Wort kommen, könnte man ein Audience Response System, also ein digitales Umfragetool mit einer Freitextfrage verwenden. Ein einfach gestricktes Tool für Meinungsabfragen ist Polly. Damit kann jeweils nur eine einzige Frage gestellt werden und Teilnehmende tippen digital ihre Antwort ein. Im Vergleich zu vielen anderen Tools entfällt bei Polly die zeit- und datenaufwendige Registrierung. Denn die Lehrperson benötigt kein Benutzerkonto. Das geht auch einmal während der Unterrichtsstunde, wenn man spontan eine Umfrage einrichten möchte. Wenn die Lehrperson dann noch über den Browser einen QR-Code erstellt, können die Teilnehmenden sofort mit ihrem Smartphone auf die Umfrage zugreifen. Dann brauchen sie nämlich nicht einmal einen Link dazu. Mit Polly erhält die Lehrperson also ein schnelles Stimmungsbild der Lernenden, auf dessen Basis weitergearbeitet werden kann. Ja, super. Vielen Dank für eure Meinungen zu diesem kontroversen scheinbar Thema. Ich werde euch diese Ergebnisse jetzt noch auf die Lernplattform stellen heute Nachmittag und dazu gibt es dann eine kleine Hausübung. Aber jetzt bleibt uns noch genug Zeit, um den Zwischentest von der letzten Woche zu besprechen, okay? Ja, okay. Bevor wir mit der heutigen Lektion anfangen, möchte ich mit euch ein kurzes Brainstorming machen. Welche Begriffe fallen euch denn zum Thema Klimawandel ein? Krise.
Krise. Mhm. Armut. Anstieg des Meeresspiegels. Hitze. Hungersnot. Treibhausgasemission. Haben wir Flut schon? Na, Erdbeben. Eisschmelze. Ja, voll, genau. Was habt ihr jetzt noch gesagt? Spiegel, oje. CO2. Irgendwas habe ich vergessen. Hungersnot. Hungersnot, Hitze. Frau Professor, ich sehe da nichts. Ja, oje. Irgendwie wäre das gut, wenn man das sehen würde, was da wie oft genannt wurde. Und außerdem komme ich gar nicht nach mit dem Schreiben. Was mache ich da? Moment, das geht auch anders. Probieren Sie für das nächste Brainstorming doch einmal eine digitale Wortwolke aus. Mit digitalen Wortwolken kann man ideal brainstormen. Damit kann man das Vorwissen der Lernenden abfragen, im Sprachunterricht Vokabeln sammeln oder, wie in diesem Fall, eine Begriffssammlung erstellen. Als Audience Response System bietet sich hier Mentimeter gut an, weil das Tool sehr ansprechend und interaktiv gestaltet ist. Um teilzunehmen, steigen die Lernenden bei ihrem mobilen Endgerät mit einem Zahlencode auf menti.com ein und geben dann ihren Begriff ein. Je öfter ein Begriff genannt wird, desto größer wird er dann in der Wortwolke dargestellt. Mit der fertigen Wortwolke bekommt man schnell einen guten Überblick über den Wissensstand der Lernenden. Und das sogar bei großen Gruppen. Ja, okay, schauen wir, ob ihr die Inhalte bis jetzt verstanden habt. Wir haben ja schon einmal Audience Response Systeme ausprobiert in der letzten Stunde. Bitte nehmt einmal eure Smartphones heraus. Ich habe das nicht da. Mein Akku ist leer. Das Internet geht nicht. Ich bin dann mal wieder weg. Keine Smartphones? Kein Problem. In diesem Fall kann man Blickes einsetzen. Blickes kombiniert die analoge mit der digitalen Welt. Denn die Lernenden erhalten QR-Code-ähnliche Symbole auf Papier ausgedruckt, die sie zu Abstimmungszwecken benutzen. Die Codes sind so gestaltet, dass mit ihnen bis zu 4 vordefinierte Antwortoptionen möglich sind. A, B, C oder D. Die Lehrperson steuert die gesamte Abstimmung mit einer App auf ihrem mobilen Endgerät, das über eine Kamera verfügt, also auf dem Smartphone oder Tablet. Damit erfasst sie die Antworten der Lernenden mit einem Schwenk durch das Klassenzimmer und das Ergebnis kann dann direkt über das Gerät freigegeben und über einen Beamer im Klassenraum angezeigt werden. Ja, gut gemacht. Die meisten von euch haben das jetzt richtig. Sie sehen also, egal welche Methoden Sie verwenden möchten oder welche Rahmenbedingungen Sie vorfinden, digitale Audience Response Tools können Sie im Unterricht unterstützen.